Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu F1 2019. Heute mit dem dritten Lauf der Saison. Es geht nach Shanghai. Es geht zum großen Preis von China. Einer wunderschönen Rennstrecke, die einem ja einiges abverlangt. Vor allem in Sachen Reifentemperatur ist diese Strecke sehr fordernd. Und wir werden mal sehen, was die Konsequenzen daraus für das heutige Rennen sind. Die Konsequenz nach den ersten zwei GPs ist, dass wir auf Platz 3 in der Gesamtwertung sind. Lediglich Sebastian Vettel trennt uns von Teamkollegen Lewis Hamilton, der aktuell die WM anführt. Und im Moment ist es noch relativ eng. 38 Punkte auf dem Konto des Teamkollegen. Sebastian Vettel bei 33. Ich selbst bin bei 27. Also alles ziemlich ordentlich. Dahinter haben wir dann Devin Butler und auch Sergio Perez. In Sachen KWM sieht es dementsprechend gut aus. Nach einem anfänglich etwas schwächeren Start übernehmen wir die Führung vor Ferrari und McLaren. Rutscht von 1 auf 3 zurück. Die WM-Führung konnten die nicht allzu lange halten und mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Bei uns entwickelt sich das Ganze zumindest in Sachen Zuverlässigkeit ziemlich ordentlich. Da haben wir zwei Upgrades gebracht, zum einen in Sachen MGUH und zum anderen in Sachen Getriebe, damit ich vor Monaco nicht das Getriebe wechseln muss oder schlimmstenfalls dann in Monaco. Mal schauen, wie sich das dann im Laufe der Saison ergibt. Außerdem haben wir dann den Gesamtwertestand. Da haben wir nämlich ganz, ganz vorne Haas, die sich hier die einsame Spitze ergattern und mittlerweile mit einem relativ großen Vorsprung dann sogar aufwarten können. Das ist ziemlich krass, wie die einem da gerade ein bisschen davon marschieren. McLaren kommt da ein bisschen näher ran und ja, auch mal schauen, wie es da insgesamt sich weiterentwickelt in der Season. Die Strategie für das heutige Rennen wird entweder eine Ein-Stop-Strategie sein mit Soft-Hard oder eine Soft-Medium-Medium. Da muss ich mal schauen, wie wir mit den Reifen zurechtkommen. Wie gesagt, je nachdem, wie die Reifentemperaturen sich entwickeln, werde ich mich für die eine oder die andere Strategie entscheiden. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Startaufstellung. Da hatte ich nämlich ein vermeintlich gutes Qualifying, aber ganz, ganz vorne steht Lewis Hamilton mit einer 1.29.4, dahinter Devin Butler bereits mit 2.10. Rückstand. In Startreihe 2 dann Sergio Perez vor Sebastian Vettel. Dahinter haben wir Charles Leclerc vor Lando Norris, Gasly vor Grosjean. Ich starte vor der 9 mit einer Sekunde Rückstand, dann vor Lukas Weber, Verstappen und Stroll. Bottas vor Ricciardo, Kwiat und Albon. Russell vor Raikkonen und ganz hinten Kubica vor Giovinazzi. Und damit würde ich sagen, ihr Lieben, viel, viel Spaß hier beim großen Preis von China. Let's go! Ärgerlich, wie ich losgefahren bin. Direkt mal ein paar Plätze verloren. Da war ich zu langsam, da wollte ich zu viel auf die Traktion achten. Uiuiui. Guter Start letztlich. Leclerc hat jetzt auch keinen Windschatten. Hamilton auf 2. Grosjean verliert hinter mir ordentlich Zeit. Oh boy. Ein Stop, okay. Ihr werdet es wahrscheinlich im Strategiebildschirm gesehen haben. Mir wird ebenfalls eine Ein-Stop empfohlen mit den harten Reifen.
Frage ist jetzt natürlich, was ich machen soll. Ich könnte sagen, hey, ich nehme den Weg des zusätzlichen Pushens. Wobei die Frage natürlich ist, welcher Weg ist das denn? Harte Reifen kommen nicht so schnell an ihre Grenzen, was die Temperatur angeht. Aber wenn du zweimal Medium fährst, bist du wahrscheinlich bei sehr viel mehr Push-Potenzial an für sich. Oder höhere Pace, so pro Runde gesehen. Tut man das eine oder das andere? Für die 1-Stop spricht, dass sie schneller ist. Für die 2-Stop spricht, dass sie grundsätzlich mehr Chancen offen hält, falls es ein Safety Car oder ein Virtual Safety Car geben sollte. Da sollte man jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig drauf hoffen, aber möglich wär's. Frag mal, was Grosjean vorhat. Der steckt ja in derselben kritischen Lage. 2 Stops, okay. Frag mal gleich nach dem Teammate. Und ich guck gleich mal auf die Temperatur der Reifen, denn das hätte durchaus das Potenzial, nochmal eine Tendenz vorzugeben, wie es eventuell auf dem Medium ausschaut. Ah, come on! -107°, okay. Der harte könnte durchaus die richtige Wahl sein. Ja, die erste Rechtskurve hier, bereits die geht so hart auf den Reifen vorne links, 130° im Peak. Ich lasse gerade mal die Temperaturen hier mitlaufen. Ja, hier geht sogar einigermaßen. Dann haben wir hier die Links-Rechts-Kombination. Hier wird natürlich der Reifen rechts nochmal beansprucht, aber der Reifen links. Erneut fast 125°. Und das erklärt auch bestens, warum ich jetzt gleich in der Rechtskurve zuvor so ein Untersteuern hatte. Auch wenn es in dieser Runde natürlich ein bisschen besser aussieht, was die Temperatur angeht. Ja, überholen trotzdem ein bisschen schwierig mit den Voraussetzungen. Kommst du aus der langen Rechtskurve gar nicht so gut raus. Und nach vier Runden nein. Egal. Wollte natürlich gucken, was Butler für eine Strategie fährt, aber vermutlich eine 2-Stop. Vielleicht sogar Medium-Hard, also wenn Haas die Reifen frisst, dann könnte das durchaus möglich sein. Hat jetzt natürlich erstmal freie Fahrt, aber nur für den Moment. Die ganzen Medium-Starter, die werden ihm nochmal in die Quere kommen. Ui!
Also wenn Lewis jetzt nicht reinkommt, wenn ich da nicht die Benachrichtigung kriege, dann bin ich sowas von an der Box. 106, 107 Grad. Das Klärchen, Leute, ey. Wow. Grosjean ebenfalls an der Box. Und Devin Butler fährt auf Medium wieder raus. Grosjean ebenfalls. Ja, also eine 1-Stop fahren die beiden schon mal nicht. Aber schaut mal, wie Devin Butler da weggekommen ist. Das ist ja unfassbar. Gut, der war eh ein bisschen entfernt, oder? Aber das ist schon hart. Reiz hier 102 Grad, eieiei. Aber die Reifen halten dem ein bisschen besser stand. Boah, also der Undercut gegen den Ferrari hat auf jeden Fall geklappt. Ist aber auch Gasly vorbei. Ich glaube, der war im Quali aber eh richtig stark. Also müsste er eh schon vorne gewesen sein. Oh, wir sind in der Nähe von Perez. Es wäre natürlich jetzt top, den Teamkollegen zu challengen. Och, und kaum sage ich schon, ist das Safety Car draußen. Und alle, die jetzt stoppen, könnten einen riesen Vorteil haben. So, langsam. Ja, Undercut ging gut gegen Leclerc, Gasly und gut, zum Verteidigen gegen, ja, Gené, Grosjean hätte ich auch so verteidigt, aber ja, ging auf jeden Fall gegen ein paar Kandidaten gut. Aber auch vereinzelt jetzt wohl schlecht, denn Sebastian Vettel wird profitieren. Lando Norris wird zweifelsohne davon profitieren. Und er könnte sogar die Führung übernehmen. Ich glaube, für die Leute auf Medium-Reifen ist es nicht so geil. Für mich ist es aber auch grundsätzlich ganz okay, weil... Okay, Lando Norris übernimmt die Führung, krass. Also, warte mal, da liegen zwei... Nee, das eine Auto ist Safety Car. Direkt hinter Vettel. Stimmt, ich hätte ja ab einem gewissen Punkt pushen können. Mein Fehler, egal. Ja, Toro Rosso liegt da und das andere war das Safety Car. Damit führt Lance Stroll, glaube ich, das Rennen an. Auch mal was. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, für wen ist das jetzt ein Nachteil? Also, für mich glaube ich eher weniger. Ich glaube, für Devin Butler... Boah, keine Ahnung. Ich glaube, für alle Leute, die auf Medium gestartet sind, das ist auch nicht so geil, weil...
der Vorsprung, den sie jetzt hatten, also den zum Beispiel Lance Stroll in Führung liegend hatte zu Hamilton oder so, der ist auf einmal weg. Und auch wenn er gegen Hamilton wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte im Renntrim, zu mir und zu allen hinter mir und so, da hat er auch natürlich jetzt keinen Vorsprung. Also das ist schon krass. Für mich ein gewisser Vorteil, denn ich bin an Lewis rangekommen. Sebastian Vettel hat dadurch aber auch profitieren können. Also alle Leute, die jetzt zur Safety-Car-Phase an die Box gegangen sind, haben vom Safety-Car profitiert. Aber auch gut die Leute, die Undercuts gemacht haben, so wie ich. Wobei, bei mir war es eher der Undercut, der mir geholfen hat. Und gut, das Safety-Car bringt mich näher ran an Lewis. Aber mal schauen. Bin gespannt. Aber jetzt wird es auf jeden Fall ein geiles Rennen, weil das Feld ist super eng zusammengezerrt. Auf jeden Fall aufpassen, den Reifen vorne links überhaupt nicht beanspruchen, idealerweise. Und eigentlich auch vorne rechts nicht. Aber diese S-Kurven kann man sich eigentlich echt sparen, die Schlangenlinien. Hätte ich aber nicht mitgerechnet, dass es tatsächlich kommt, das Safety Car. Wenn ich jetzt auf Medium-Reifen gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich eher geärgert, weil ich jetzt sehr viel Verkehr hätte und mich gar nicht so recht behaupten könnte mit der Pace. Das wird jetzt Devin Butler wahrscheinlich haben. Zum einen wird die Strategie dadurch schon mal weniger optimiert, weil er... da logischerweise jetzt die Pace nicht rausfahren kann. Zum anderen, man wird sich schon was dabei gedacht haben, nach 3 oder 4 oder 5 Runden an die Box zu gehen. Und das verfällt jetzt natürlich irgendwo, ne? Also jetzt muss er das, was er auf Medium-Reifen, also er führt das Rennen im Moment an, aber er muss ja nochmal an die Box gehen. Also so gesehen führt er das Rennen an, wenn alle nochmal in die Box gehen. Aber wenn er nochmal in die Box geht, dann führt Lando Norris das Rennen jetzt an. Oder ist es Norris oder ist es Perez? Norris müsste sein, ja. Perez war ja gerade vor mir. Naja, wie dem auch sei. Bisschen durchdrehen lassen hat mich das Spiel. Immerhin. Ja, also Devin Butler kann die Pace nicht rausfahren, also das ist jetzt für ihn furchtbar natürlich. Sein Undercut hat ihn aber natürlich direkt erstmal auf P1 gebracht. Ich meine, nicht mal Lando Norris mit dem Safety Car Stop konnte da irgendwie vorne bleiben. Oh, jetzt habe ich Sprit überschüssig, na wie dem auch sei. So, Safety Car Restart. So, aufpassen, ich bin die Reifen gar nicht warm gefahren, die Temperaturen sind ziemlich im Keller. Aber das hilft gegen die Überhitzung. Sehen, die Temperatur hat direkt um 15 Grad angezogen.
He pushed me off the track. All the time you have to leave the space. He just turned into me. Es gibt Zeiten im Leben, da kann ich fast nur noch via F1-Memes kommunizieren. Das ist größtenteils kein Problem, aber wenn du gerade irgendwie zu Fuß in der Fußgängerzone unterwegs bist, jemand hält vor dir an und dann sagst du, he breaktested me. Denkst du ja auch, was dir gerade los. Nee, ist mir noch nicht passiert. Natürlich nicht. So, Kontenance bewahren. Dirty Air umgehen. Traumhaft. Dranbleiben. Solltet ihr auch. Und Däumchen nach oben da lassen. Haut gern Däumchen nach oben raus, ihr Lieben. Knappe Kiste. So, jetzt kommt Herr Sepp. Komm her. Nein, tu es nicht. Okay, sehr gut. Das war jetzt mit Dirty Air, das war nicht so schön. Buschardernau. Was macht denn der McLaren da vorne? Racing oder Ping-Pong? You no longer go for a gap that exists. Ich kann das Zitat nicht rezitieren, egal. Genauso hat es Ayrton Senna gesagt. Beim zweiten Mal, als er es rezitieren wollte. Und nachdem er zahlreiche Deutschkurse belegt hat. Lance Stroll führt das Ding hier an. Tue ich ein bisschen schwer mit den Reifen. Wobei die Temperatur hinten ja auch eigentlich passt. Also keine Ahnung, warum ich da so einen plötzlichen Gripverlust habe. Ein Racing Point ist langsam. Glaube ich. Also jetzt wäre ein Safety Car für alle Mediums-Starter perfekt. Lukas Weber ist raus.
Warum ist er so langsam geworden? Wir haben uns doch nur einmal leicht gestreift. Bei dreimal leicht streifen könnten wir Werbung für Adidas machen, aber so war das doch nichts. Ich gebe zu, diesen mittleren Teil mag ich nicht sonderlich und beherrsche ihn auch nicht. Wenn man ihn gut beherrscht, dann ist es geil, aber da ich ihn nicht so gut beherrsche, ist es da wirklich immer ein bisschen anstrengend, da durchzufahren. Und jedes Mal so ein bisschen die Traktion in zahlreichen der Kurven zu verlieren. So, jetzt vielleicht DRS, kein DRS, doch DRS. Das wohl auf hart gestartet. Gerade sagen, das kann doch kein Medium-Starter noch draußen sein. So, ciao, ihr Kumpel. Ab zu Lewis. Ich komme auf den harten Reifen, glaube ich, im Vergleich zur KI deutlich besser zurecht. Also die KI hat Vorteile auf weichen Reifen, ich habe Vorteile auf harten, würde ich mal behaupten. Lewis scheint gerade aber eh nicht so ultra schnell zu sein. Ich pushe jetzt aber auch gerade ein bisschen. Eine halbe Sekunde im Delta. Das war unklug, aber auf der nächsten Bahn will ich einen Schluck Wasser trinken. Ah, das kostet eine Menge Zeit. Und dann auf dieser Geraden wieder über eine Zehntel. Gut, da kommt das DRS dazu. In der neuen Runde hat es also nicht eine Zehntel gekostet, aber ich glaube, über die gesamte Gerade gesehen schon. Oh, bin noch auf Überholen. Das ist deutlich besser. Meine
Abstand zwischen Lewis und Lando ist auch, glaube ich, sehr interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... ja, Lando schneller sein könnte, aber stimmt nicht. Schwache Runde bis jetzt. Oder vielleicht einfach keine Runde auf Hotlap. Wenigstens die Flasche aufbekommen. Auf der nächsten Geraden. Schnellste Runde brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Gut. Dürfte aber nur etwa 5, 6, 7 Zehntel gekostet haben. Perez hinter mir im Fight mit Norris. Ich glaube, Vettel ist auch noch dabei. Das müsste wahrscheinlich Vettel sein. Das kann es ja nicht sein, ey. Wieder mächtig Zeit liegen lassen.
Oh boy. Oh Gott, ey. Warum? Ach, darum. 101 Grad, okay. Es wird ein bisschen ungemütlicher. Ja, krass. Lewis ein Ticken stärker. Kommt da leider nicht ganz mit, aber mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt. Immerhin jetzt P2 und nicht wie im letzten Rennen P4, während Hamilton gewinnt. Sollte er gewinnen, das kann er sich ja noch durchaus ändern. Sektor 2 geht überhaupt nichts mehr hier leider. Da sind irgendwie sogar jetzt sogar rechts hinten war die Kerntemperatur jetzt bei über 100 Grad. Also von den Hasi Boys dürfte einer relativ... Ja, wobei beide dürften relativ weit zurückgefallen sein. Ich habe kurz überlegt, auch Grosjean ist auf der 2-Stop unterwegs und hat ja durch die Safety-Car-Phase viel verloren. Dann ist er wahrscheinlich derjenige, der sich mit den paar Mittelfeldautos da gerade rumschlagen muss. Da, wo unter dem Einstopper Stroll unterwegs sein dürfte. Kein Quersteher, bitte. War okay. Abgefangen immerhin, aber hey. Ja, wo wir das gerade nochmal haben. Ja, für Bahrain habe ich ein paar Leute kommentieren sehen, die meinten, yo, wenn es ein Fahrfehler ist, dann bitte nutzt keine Rückblenden. Da stimme ich auch grundsätzlich zu. Das ist nichts, wo ich per se sagen würde, hey, nö, Blödsinn. Nur ist halt die Frage, ob das wirklich ein Fahrfehler war. Ich habe einige Kommentare davon beantwortet und mal Timecodes reingeschickt für Szenen, wo ich ebenfalls so hart über den Körper gefahren bin. Und ja, da ist nichts passiert, beziehungsweise einmal wurde ich ein bisschen gedreht vom Körper, aber es ist halt ein Unterschied, ob ein Körper dich dreht
Oder ob du wie auf einem Trampolin zweimal drauf hüpfst und dann quasi hochfliegst und wegfliegst. Und die erste Intuition ist nicht, hey, der Körper verhält sich so, wie er es die 20, 30 Sekunden zuvor getan hat, sondern irgendwas stimmt da mit der Physikberechnung nicht. Wovon ich immer noch ausgehe. Aber man hat ja im Rennen zuvor in Melbourne bereits gesehen, die Rückblende ziehe ich nur, wenn ich davon ausgehe, dass das Spiel irgendwie gerade Humbug macht. Insofern sei das mal gesagt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mich rausgedreht hätte und gecrashed hätte, dann wäre das ganz klar mein Fehler gewesen, da hätte ich auch nichts gesagt. Das ist ja auch zum Beispiel Giovinazzi schon mal passiert. Aber naja, man muss sich mal rein wirklich nochmal anschauen, dass ich da zweimal quasi hintereinander auf den Curb gehüpft bin. Das, also ich weiß nicht, das hat wenig mit einer ansatzweise nachvollziehbaren Physik zu tun. Manche Leute haben gemeint, in F1 2018 war der Curb halt auch schon so. Weiß nicht, ob ich da schon mal eine Szene hatte. Falls ja, dann habe ich sie verdrängt. Aber grundsätzlich sei gesagt, wie gesagt, wenn es ein Fahrfehler ist, dann schweige ich den auch nicht tot. Wenn ich mich da einfach nur rausgedreht hätte, hätte ich es auch direkt eingesehen, das ist halt ein Fahrfehler und raus bist du, ja. Aber wie gesagt, das war halt einfach nur die Physiksache, bei der ich einfach nur ein bisschen den Kopf geschüttelt habe und gesagt habe, what? Warum? So, jetzt in den letzten Runden rächt es sich so ein bisschen vielleicht, dass ich einen Ticken früher reingekommen bin als die anderen. Ich habe ja auch ein bisschen Tempo rausgenommen, um nicht allzu gefährlich zu fahren. Heute muss ich mich Lewis also noch geschlagen geben, nachdem wir ihn beim Auftakt direkt besiegt haben. So kennt man ihn halt auch, ne? Nach Niederlagen kommt er irgendwie immer stärker zurück. Ich muss aber sagen, die KI hat wieder am Ende so eine Phase, wo sie richtig zulegt, weil ich habe kurz gedacht, okay, bist du so viel langsamer geworden, dass alle jetzt um dich herum quasi Kreise um dich rumfahren, aber nö. 1:35:3 ist eine ordentliche Zeit. Nur knallt die KI plötzlich eine halbe Sekunde mehr raus. Hamilton war vor ein paar Runden die ganze Zeit bei mittleren 35ern oder niedrigen 35ern. Oh Gott, ey. Ja. Also muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und das habe ich jetzt auch für Perez, Norris und Vettel im Hinterkopf. Am Ende der Rennen sind die KI-Fahrer immer unfassbar schnell und deswegen trödel ich hier nicht weiter rum. Es fährt der Typ hinter mir. Als 35,4, also da habe ich sogar noch eine gute Chance, mit der Pace mitzuhalten. In dieser Runde zwar nicht, aber in der Runde zuvor bin ich bei 35,3 gewesen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ob man quasi sagt, hey, die jagen jetzt die Bestzeiten, oder ob das irgendwie am Ende so ein bisschen Zeichen von fehlendem Reifenabrieb ist oder von, keine Ahnung, die werden mit leichter werdendem Auto drastisch schneller. Drastik, auch ein gutes Wort. Na, wie dem auch sei. Ich habe übrigens eine Idee, die ich auch sofort anführen möchte. Nämlich habe ich mir zuletzt in der Buchhandlung, neben den aktuellsten Bändern Attack on Titan, noch ein Buch geholt. Weiß nicht, wie es heißt. Das Angeberwortschatz heißt es genau. Und da sind halt verschiedenste Wörter drin, wo man sich halt sehr, sehr vornehm artikulieren kann.
Ich habe überlegt, einfach in jeder Let's Play-Folge quasi ein solches Wort zu nehmen, das ein bisschen häufiger zu verwenden und in jeder Folge quasi ein neues Wort zu nehmen dieser Art. Und man muss dann selbst so ein bisschen erraten, hey, welches Wort ist es? Was heißt es vielleicht? Und einfach mal zu schauen. Ich fände das sehr, sehr lustig. Ich bin ja eh jemand, der mit der deutschen Sprache sehr gerne ein bisschen spielt. So, jetzt spielen wir aber ein bisschen F1. Zeit sieht gut aus. 35-2, das meine ich, aber trotzdem ist Perez gerade 6 Zehntel näher gekommen. Ach, jetzt verstehe ich das. Der will mir quasi 0,835 Sekunden wiedergeben, dass der Abstand so groß ist. Das ist ja totaler Unsinn. Warum macht das Jeff so? Bin gerade jetzt von mir begeistert in der letzten Season im Racing Point, dass ich da in Monza oder in Spa oder ja, vor allem auf den beiden Strecken, in Puerto Rico war es Strategie, dass ich da zum Ende hin immer noch mithalten konnte und so mein Podium jeweils verteidigen konnte. Wenn ich sehe, wie die hier gerade abgehen. Kam nochmal die Attacke von Sergio Perez. Hamilton gewinnt. Ist noch nicht entschieden. Hier könnte es auch noch eine Attacke geben. Aber das ist es. P2. Bestes Saisonergebnis. Ja, den Teamkollegen nicht besiegt. Aber wir haben noch 18 weitere Gelegenheiten, damit wir das aus Australien wiederholen können. Und insgesamt doch ein gutes Rennen. Ich bin von 9. glaube ich, auf 2 vor. Das ist auch okay. Bin ich zufrieden mit. Kann man machen. Ja, also, schönes Ding. Zum Ende hin, ihr habt es selbst gesehen, jetzt ist es mittlerweile eine Regelmäßigkeit geworden. Die KI zieht das Tempo drastisch an. Vielleicht ist es eine Mechanik, damit sie die schnellste Runde nochmal holen oder so. Keine Ahnung. Ich verteufel sie auf jeden Fall nicht direkt, weil manchmal... Ja, bei einigen Sachen bin ich ja relativ kritisch, dass ich da ein bisschen kritischer einsteige. Hier hätte ich sogar Verständnis dafür, vollkommen. Ja, und zum ersten Mal gemeinsam Champagner versprühen, stimmt. Also, zumindest zum ersten Mal sind wir gemeinsam in einem Team und versprühen da Champagner. Weil das erste Mal, dass wir mit Lewis Hamilton Champagner versprühen konnten, war in Puerto Rico. Da war er ja Dritter. Wir versprühen auch, glaube ich, zum ersten Mal mit Sergio Perez. Nee, da war es in Australien tatsächlich. Aber mit Sergio Perez und Hamilton, also Ex-Teamkollege und Teamkollege, beide auf dem Podium. Ja, Perez fast noch mit dem zweiten Platz. Da hätte es für ihn fast noch geklappt. Und ich bin von 9 auf 2 tatsächlich. Ja, starkes Ding. P1 und P3 unverändert. Norris von 6 auf 4. Vettel von 4 auf 5 zurückgerutscht, hat aber... Ich guck gerade. Eigentlich war der auch so vor Leclerc. War Leclerc mitten im Renntrim vor ihm? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Vettel safer 5. Platz. Dadurch, dass er auch durch die Strategie ein bisschen profitiert hat. Aber ja, auch so über 3 Sekunden entfernt gewesen. Charles Leclerc knapp vor Gasly. Dann Ricciardo vor Grosjean und Butler. Da war es doch Butler, der mit den ganzen Plebs rumgefahren ist da hinten. Krass. Ja, also ich habe keine Ahnung, was bei Haas falsch läuft, weil die haben just hier das schnellste Auto. Das ist für mich aber auch ein bisschen ein Signal, dass ich das Auto nicht wirklich weiterzuentwickeln brauche, weil... Also im Moment noch nicht, keine Sorge, wir fallen nicht so weit zurück. Ich werde nicht alles in Zuverlässigkeit stecken, außer wir brauchen uns beim Getriebe, brauchen wir es, glaube ich. Aber ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Haas demontiert sich gerade ein bisschen selbst.
glaube, selbst wenn die eine 1-Stop gefahren wären, hätten sie etwa 20 Sekunden von mir aus gespart. Ich meine, sie hatten ja einen Vorteil durchaus, vor allem in Form von Butler, dass sie da einen Undercut geschafft haben. Aber selbst wenn du nach diesem Undercut 20 Sekunden einfach mal abziehst, der wäre... Also sie wären noch vor Ricciardo gelandet. Grosjean vielleicht sogar noch vor Leclerc. Vielleicht hatte Butler irgendein Problem am Auto, aber das wirkt jetzt nicht unbedingt, als hätten sie ein rennsiegfähiges Auto in diesem Rennen gehabt. Keine Ahnung. Gucken wir mal auf die WM-Stände. Da sind wir 18 Punkte hinter Lewis Hamilton. Erstmals, glaube ich, WM-Zweiter. Auch okay. Ja, Sebastian Vettel 2 Pünktchen dahinter. Sergio Perez ebenfalls gut mit dabei mit 34 Punkten. 23 bei Leclerc und Norris. Butler bei 21. Und das, genau das meine ich halt auch. Beide Ferrari und beide McLaren davor noch. Ja, und dahinter haben wir Red Bull, Racing Point, Red Bull, Haas, Renault, Ricciardo mit seinen ersten WM-Punkten. Renault bleibt damit auf 7. In der KWM bleibt alles gleich. Ferrari knapp vor McLaren nur noch. Ja, weil McLaren heute ordentlich aufgeholt hat. Ja, und damit krass, ne? Haas auch nur relativ knapp vor Red Bull. Also, so wirklich was merkt man vom stärksten Auto bei Haas nicht. Vielleicht sind die KIs halt einfach nicht so schlau. Who knows? Ja, man muss halt sagen, Hamilton ist halt schon etwas besserer Fahrer als Romain Grosjean. Ich weiß, verrückt, dass man sowas vermutet, aber ja, könnte durchaus sein. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, haut gerne ein Däumchen nach oben raus. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, war, glaube ich, heute ein ereignisreiches Rennen, außer die letzten, na, 7-8 Runden etwa, als ich gemerkt habe, okay, wird schwierig gegen Hamilton, wenig Chancen, aber dann wurde es ja wieder spannend, als Perez näher kam. Aber es hat geklappt. P2 ist safe. Das Heck war ein bisschen unruhig. Reiftemperaturen sind aber hier in China eh ein Problem. Ja, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, in der letzten Season. Da war es noch ein größeres Problem. Und ich glaube, die harten Reifen, die sind hier einfach unumgänglich. Die sind auch am besten fahrbar, glaube ich, über die Longruns gesehen. Also, wenn ihr selbst in China unterwegs seid, dann probiert wirklich die harten Reifen länger zu nutzen oder lange zu nutzen. Das kann sich, glaube ich, auszahlen. Ja, ansonsten gerne ein Abo raushauen, für alle, die neu auf dem Kanal sind. Das für gestern geplante Tutorial ist leider nicht ganz fertig geworden. Morgen kommt hoffentlich noch eine Karrierefolge. Müsste ich jetzt am Freitag und am Samstag nach den Hockenheimring-Besuchen aufnehmen. Kriege ich hoffentlich hin, wie gesagt. Falls nicht, tut's mir leid, aber ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Haut rein, bis dann.